Guten Morgen, Mallorca. Ja, heute mal nicht aus Mallorca, obwohl man es kaum glauben kann. Es hat ja in Cala Ratllada gehagelt. Also kam ja richtig was runter. Ich habe die Bilder heute Morgen gesehen und ich habe gedacht, hier müssen wir mal über den Klimawandel reden. Ich bin in Amsterdam gerade, also nicht auf der Insel. Und ich denke mal, das ist was für die Zukunft. Statt der ganzen Taxis und so weiter auf der Insel mehr Fahrräder einsetzen. Das kann eine Lösung sein. Tatsächlich. Man kann es mir glauben oder nicht, also wir haben so eine Art Klimawandel, weil die Schlammregen dieses Jahr 24 Mal, jetzt Hagel in Cala Ratllada und ja, wo soll das noch hingehen? Wir müssen doch mal ein bisschen mehr an die Umwelt denken, glaube ich zumindest. Euch ganz, ganz liebe Grüße und wir sehen uns dann im nächsten Video. Also macht's gut und macht das so wie der junge Mann hinter mir, einfach mal mehr mit dem Fahrrad fahren. Dann ist das auch alles nicht so schlimm. Und ich gucke mal, ob ich das nächste Mal, wenn ich nach Amsterdam muss, nicht das Paddelboot benutze. Also um das mal ironisch zu sagen. Nein, klar, man kann das überbewerten, man kann schimpfen, aber irgendwas ist. Aber vielleicht haben wir das immer schon gehabt, dass wir mal es kalt haben, mal warm haben, Eiszeiten haben und so weiter. Klimawandel. Aber Hagel entsteht ja, wenn Luftströme aneinander vorbeischieben, dann ist das wie so ein Kühlschrank. Dann kühlen die Wolken runter und dann hageln sie ab. Und das muss wohl bei Mallorca oder in der Nähe von Cala Ratllada passiert sein. Also euch alles Gute und wir sehen uns dann spätestens im nächsten Video. Dieses Mal kein Bier am Samstag, weil ich ja in Amsterdam bin. Und was gibt es noch zu sagen? Neues Video am Samstag auf jeden Fall. Geht dort um ein altes Bordell aus den 70ern und 80ern. Ich habe sogar die passenden Schallplatten da gefunden. Aber alles das und noch mehr dann am Samstag. Ich hoffe, ihr bleibt dran und wir sehen uns. Ciao.